Heute mit der wunderbaren Emily Erker. Wer Emily Erker noch nicht kennt, der hat LinkedIn verbannt. Denn Emily ist bekannt dafür, dass sie sehr, sehr viele Live-Sessions macht. 230 an der Zahl innerhalb von einem Jahr oder etwas mehr als einem Jahr. Und Emily ist absolute Expertin für das Thema LinkedIn. Und ja, sie sitzt in wunderschönen Wien in meiner Heimat. Und ich freue mich, Emily, dass du heute hier bei mir bist. Herzlich willkommen in meinem Podcast. David, danke, 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 dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich riesig und bin super aufgeregt. Und ja, legen wir los. Ja, so richtig aufgeregt brauchst du ja nicht sein. Wir machen ein ganz normales, schönes, lockeres Gespräch. Und die Zuhörerinnen draußen sollten natürlich kennenlernen und wissen, wer ist denn eigentlich diese Emily Erker, die da in Wien ganz viel Zeit vor ihrem Computer verbringt, mit LinkedIn sich beschäftigt und Menschen über LinkedIn in die Sichtbarkeit bringt. Das ist das Erste durch ihre Lives. Und das Zweite, was du ja auch noch machst, liebe Emily, das ist, du hilfst Menschen wirklich zu professionellen Auftreten von LinkedIn. Erzähl uns mal, was ist deine Herzensangelegenheit, was ist deine Mission und was treibt dich eigentlich so an? Oh, David, ja, echt gute Frage, weil manchmal passieren Dinge und man macht einfach etwas, ohne wirklich groß darüber nachzudenken. Aber schlussendlich kann ich zum Beispiel sagen, dass ich für mich halt wirklich im Kern herausgefunden habe, dass es einfach prinzipiell darum geht, wirklich die echten Menschen in die Sichtbarkeit zu bringen, ja. Weg von dieses, ich muss, wie soll ich sagen, super fancy, glancy sein, so, ich bin ein echter Mensch und ich habe meine Werte und ich habe meine Ecken und Kanten, um das eben auch auf LinkedIn im Business-Netzwerk einfach zu zeigen, ja. Ja, du machst das ja wirklich toll. Also ich war ja bei ganz vielen Lives schon als Zuhörer mit dabei. Und das Schöne ist, bei dir kann man ja nicht nur zuhören, sondern man kann ja auch aktiv eingreifen, indem man dann auch interessierte Fragen stellt. Jetzt hast du natürlich da auch ganz, ganz tolle Leute da mit drin. Wie lernst du denn diese Leute kennen? Wie kommst du da drauf, dass du diese Menschen dann auch dazu bringst, in dein Live zu kommen? Ja, der Schlüssel, also das Geheimnis ist 100% Netzwerken. Ja, das ist einfach das A und O und der Schlüssel, um generell meiner Meinung nach auf LinkedIn erfolgreich zu sein. Und vor allem dadurch, dass ich ja meine regelmäßigen Mini-Projekte eben habe mit den LinkedIn Lives, entsteht dadurch schon eine erste Zusammenarbeit, auch wenn die, wie soll ich sagen, eher klein und fein ist, die aber, wie soll ich sagen, dein Netzwerk eben stärkt und festigt, weil die Leute dich tatsächlich als Mensch kennen und wie du arbeitest, dich kennenlernen, ja. Und das ist viel, viel stärker, als nur ein Posting rauszuschießen, was vielleicht netterweise, sagen wir mal, 100 Likes hat, aber die wissen nie genau, wer du wirklich bist, ja. Und wenn du netzwerkst und mit den Leuten zusammenarbeitest, auch in kleinen Projekten, können sich dadurch große Projekte entwickeln, ja. Und das ist das, was LinkedIn für mich halt wirklich super wertvoll macht, ja. Ja, jetzt ist das ja auch das Netzwerken der neuen Generation, wie ich immer so sage. Ich bin ja schon ein paar Tage älter als du. Und ich komme ja noch aus der analogen Zeit. Das heißt, ich habe ja in der analogen Zeit mein Netzwerk aufgebaut. Sprich, ich bin zu Messen gegangen, zu Veranstaltungen gegangen und habe viele Menschen im Real Life kennengelernt, habe denen auch schon mal wirklich in die Augen geguckt. Ich konnte die auch schon anfassen. Und du bist ja Netzwerkerin der neuen Generation, wie ich schon mal sagte. Du lebst ja fast ausschließlich von den digitalen Netzwerken. Mhm. Wie, ganz ehrliche Frage, wie viele Leute hast du schon real kennengelernt? Boah, schlimme Frage, aber ja, vielleicht eine Handvoll. Tatsächlich eine Handvoll so offline-mäßig, ja, aber alle anderen nur online. Aber gleichzeitig würde ich sagen, steckt halt trotzdem Riesenpotenzial, weil ich halt Menschen kennenlernen darf aus Deutschland und aus der Schweiz. Ja, weil im kleinen Wien, das ist halt schon sehr umständlich, ja, so weit zu fahren. Ja. Und ja, wenn man das online machen kann, ist das ja auch nice, ja. Ja, ja, klar. Also ich wäre dann ja der Typ, der dann beigeht und sagt, Mensch, lass uns mal irgendwo treffen, bei irgendeiner Convention oder bei irgendwas. Hast du da schon mal was geplant, dass du sagst, wir machen mal tatsächlich so ein Treffen? Allein, wenn ich jetzt überlege, du hast ja mehr oder weniger einen Club der Emily Erker, Freunde der Sonne, Live-Teilnehmer. wenn du jetzt sagst, du willst die Leute mal alle treffen, das wären ja schon fast 250 Leute mittlerweile, die du da treffen würdest.
Urgut, ja, nicht ganz, aber ja, also ich war ja letztes Jahr 230 Mal live und habe über 150 Menschen interviewt, ja, und das ist der Stand jetzt, ja. Aber ja, das wäre eine richtig coole Sache, aber da muss man halt schauen, wie man das machen, weil jetzt gerade ist es ja auch nicht so einfach, ja. Mhm. Aber sobald es einfacher wird, würde ich das schon gerne mal machen, ja. Aber mal gucken, wo, wann und wie. Ja, wäre wirklich eine coole Idee und ich sage mal so, für die Leute, die dich kennen und die dich schätzen, eine Reise nach Wien, ganz ehrlich, ist ja immer was wert, oder? Kann man ja immer ja, machen. Ja, definitiv, definitiv. Ja, und vor allem Wien, gell, mit der Sachertorte und mit die Fiaker, das ist schon sehr nice. Ja, ja, ich war ja jetzt öfters mal schon in Wien, also du weißt ja, ich habe ja auch ein Buch geschrieben. Mhm, genau, und, genau. Der Verlag ist ja in Wien, der Goldeck Verlag, mhm. Da war ich auch schon mal mitten im Sommer, hatte aber ganz wenig Zeit, weil ich im Urlaub war in meiner Heimat in Kärnten. Mhm. Und vorgestern war ich virtuell in Wien zu Gast. Mhm. Auf Radio 98,3 ist ein Interview von mir gesendet worden. Ach, urcool. Okay, ja, finde ich super fancy, ja. Ja, das habe ich dann auch auf LinkedIn gepostet natürlich. Ich habe ja auch von dir gelernt. Das mhm. heißt, mein Netzwerk nimmt schon Notiz davon. Mhm. Und ja, es ist sehr, sehr spannend, was wir da machen. Aber was treibt dich eigentlich an, diese vielen Sessions zu machen, weil das ist ja auch wirklich Arbeit. Du bereitest dich ja auch mhm. so ein LinkedIn Live vor. Wie machst du das? Wie bereitest du dich vor? Wie suchst du aus, wer überhaupt in das Live darf? Mhm. Kommt es auch mal dazu, dass du sagst, nee, dich möchte ich lieber nicht haben? Ja, ja, also das sind jetzt ganz, ganz viele Fragen auf einmal. Aber ja. Grundsätzlich, wonach suche ich die Leute aus? Punkt 1, die Kompetenz, aber Punkt 2, die Sympathie. Ja, und wenn beides nicht, wenn eines fehlt oder wenn beides fehlt, dann kommt jemand nicht ins Live, ja. Und das Ding ist, ja, natürlich habe ich auch schon Leute ablehnen müssen, ja, weil ich natürlich auch einen Qualitätsstandard habe, ja, den ich erhalten möchte oder eben steigern möchte. Und da bringt es mir nichts und auch dem Interviewgast zum Beispiel nichts und vor allem der Community nichts, wenn da zum Beispiel ein Gast bei mir wäre, der nicht vernünftig sprechen kann. Und mit nicht vernünftig sprechen, meine ich, die Expertise transportieren kann. Ja, weil das ist ganz, ganz zentral wichtig, ja. Weil keiner interessiert sich dafür, eben welchen Kurs du hast und was in welcher Woche passiert. Das ist alles uninteressant und nur Teleshopping, bla bla. Da will keiner zuhören, ja. Deswegen selektiere ich diese Leute aus, die halt nicht vernünftig sprechen können, ja. Das tut mir zwar leid und so. Und da gibt es halt schon ein paar, die richtig angepisst sind, ja, auf LinkedIn, die böse auf mich sind, ja, weil da habe ich ja das Ego angegriffen, nur halt, ich darf das halt wollen, ja, Qualität ist mir da schon ganz, ganz wichtig und ja, wie du sagst, da steckt halt ganz viel Arbeit drin, ja, weil pro Live-Gast, ja, investiere ich 2 bis 3 Stunden, ja, für eine einzige Live-Season. Und da muss ich halt schon selektieren, damit halt wirklich auch die Besten da reinkommen, damit sich das halt auch auszahlt für alle Beteiligten. Weil auszahlen in dem Kontext ist ja, der Interviewgast kann sich als Experte positionieren, damit er dann eben bei meiner Community bekannt wird. Und das sind halt jetzt doch über 10.000 Follower, gell? Und die kommen ja auch nicht von nichts. Ja? Mhm. Und die Community hat die Möglichkeit, fast jeden Tag einfach was Neues zu lernen, was sie beruflich einfach weiterbringt, ja, so damit alle Parteien eben davon eben profitieren, weil mein Profit ist ja in dem Kontext, dass ich halt meine Personal Brand stärken kann, weil die Leute merken, wie ist denn die Happy Amy so drauf im Dialog, aber dennoch am Ende des Tages ist es halt trotzdem Fremd-PR und nicht Eigen-PR, ja. Und da bin ich zum Beispiel auch darauf angewiesen, nur als Schlüsselelement die richtigen Leute auszuwählen, die auch gerne etwas zurückgeben wollen, die mich zurücksupporten, ja, die zum Beispiel eben mir andere Interviewgäste zum Beispiel empfehlen oder die auch von mir zum Beispiel Kunde werden oder Kunden bringen und so, ja, damit dieser Kreislauf weitergeht, weil ohne Kunden gibt es ja auch kein Live, ja, das muss man auch dazu sagen. Ja. Und das muss halt alles, wie soll ich sagen, seine Waage haben und da muss man halt schon schauen und auch aufpassen, wer ist denn auch bereit, etwas zurückzugeben, wenn man schon so viel in Vorleistung geht. Ja. Ja, ja, das ist, also da bist du ja genau das, was ich ja in meinem Buch auch geschrieben habe, da bist du ja die Netzwerkerin par excellence, weil ein Grundsatz von Netzwerken ist ja grundsätzlich, der liebe Gott war ja ganz gemein, der hat ja vor die Ernte immer die Arbeit gesetzt, das heißt das Säen, es steht in der Bibel drin, wer sät, der wird auch ernten, mhm. ja, was ja schon mal sagt, ich muss ja vorher was tun, bevor ich richtig. Kriege. Und da gehst du ja wirklich wahnsinnig in Vorleistung, in der Recherche, wenn du sagst, dass du da 2 bis 3 Stunden dann recherchierst und machst und tust und auch, ich weiß, ich war ja mit dir selber schon im Live, 2-mal durfte ich da sein,
Danke dafür. Genau, dann machst du ja nochmal eine Generalprobe und dann machst du nochmal ein Briefing. Und das ist schon sehr, sehr aufwendig, wie du das machst. Jetzt habe ich es mir heute mit dem Podcast relativ einfach gemacht. Ich habe einfach all das mir gemerkt, was wir in den letzten schon fast anderthalb Jahren, die wir uns jetzt kennen, einfach nochmal Revue passieren lassen und auch ganz tolle Leute und tolle Ergebnisse quasi auch nochmal Revue passieren lassen. Und ich will dir mal ganz kurz erzählen und auch unseren Zuhörenden draußen, was da so passieren kann. Das eine ist, letztes Jahr bin ich bei dir in ein Live gestolpert mit der wunderbaren Michaela Rietz, da kannst du dich auch noch erinnern. Ja, ja. Ja, die aus dem Ahrtal kommt und das war ja ein Wahnsinnsgespräch. Ihr wolltet ja gar nicht aufhören letzten Endes. Ja, wir haben überzogen, ja, echt, war richtig gut. Ich glaube, das war auch dein längstes Live, oder? Nein, nicht ganz. Es gab eins, das war sogar noch länger, aber ja, das gehört zu einer der längsten Lives, ja. So, und Michaela habe ich dann natürlich auch angeschrieben, weil mich das einfach fasziniert hat, was er macht. Und ich habe dann ihre Idee mit Arbeiten aus Leuchten nochmal promotet. Wir haben das auch tatsächlich in mehrere Online-Zeitungen gebracht. Und auch in ein Printmedium, allerdings hier in Norddeutschland, aber egal, immerhin rund 40.000 Leser, die dort sind, was nochmal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit erregt hat. Aber letzten Endes konnten wir dann tatsächlich auch noch einige Leute motivieren, bei dieser Aktion Aberler soll wieder leuchten, quasi mitzumachen. Und das, was jetzt daraus entsteht, das ist ganz, ganz wunderbar, weil jetzt geht es um den nächsten Part und den nächsten Step, nämlich Aberler soll wieder aufgebaut werden. Und zwar wirklich auch, ich sage mal so, organisiert und nicht mehr so eine Kakophonie wie momentan ist. Ganz viele Aktionen, nichts geplant, nichts aufeinander abgestimmt. Und da arbeiten wir jetzt gerade gemeinsam dran. Also eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und ja, Michael und ich sind mittlerweile tatsächlich persönlich befreundet. Oh, großartig. Ja, gefällt mir. Sie war auch tatsächlich die Zweite, die von mir einen Award gekriegt hat. Den Networking Exzellenz Award. Und ich habe gerade vorhin das Update gemacht. Sie war jetzt mittlerweile mit der Pressemitteilung, so heißt das, war sie tatsächlich jetzt, Stand heute, in über 150 Online-Zeitungen. Urcool, ja, der Wahnsinn. Und mittlerweile haben auch zwei Printmedien gedruckt. Also das dauert dann natürlich immer so ein bisschen, aber wenn du heute bei Google eingibst, Michaela Rietz bekommt den Networking Excellence Award, bei Google hast du die ersten drei Seiten nur mit den Pressemitteilungen, also es ist schon Wahnsinn. Urgut, ja. Hat sie aber auch verdient, weil das ist ein Wahnsinn, was sie alles leistet, ja. Genau. Also wow, übermenschlich, ja. Und das Zweite, da hast du mich ja auch am kalten Fuß erwischt, wie man so schön sagt, mit dem Felix. Der über das Thema Schlaf redet. Ich meine, kein Mensch redet über Schlaf, aber Felix lebt davon. Ne? Ja, das war total spannend. Und wir haben jetzt ein Coaching und es ist wirklich so, ich schlafe, seit ich von Felix gecoacht werde, deutlich besser. Und habe ohne irgendwie großartig was zu verändern, nur das, was ich eben in dem Coaching verändere, tatsächlich über 3 Kilo schon abgenommen. Wow, krass, ja, urgroß. Mehr Schlaf, besserer Schlaf, bringt gleichzeitig auch Gewichtsaufnahme. Und das verdanken wir dir, liebe Emily. Oh, sehr, sehr gerne, ja, weil genau so soll es sein, ja, dass eben durch die Lives eben ein Netzwerk entsteht und die Leute sich gegenseitig kennenlernen können und eben nicht nur von dem Fachlichen her, weil natürlich brauchst du das auch, aber ich finde die persönliche Komponente einfach so viel wichtiger und die muss inkludiert werden, weil dann kommen halt auch wirklich die richtigen Menschen zusammen, ja, und dann kann man zusammenarbeiten und das bringt allen was, ja. Aber Emily, jetzt habe ich eine Frage, du hast das ja schon gerade ganz schön gesagt, du hast jetzt über 150 Live-Gäste gehabt. Ja, wie viel waren es jetzt insgesamt? 300? Nee. 230 Lives habe ich gehabt, genau. Das heißt, es waren ja einige doppelt da. Ich war ja auch dreimal da, genau. Richtig. Also, du hast mit 150 Menschen wirklich intensiv gearbeitet, hast aber deutlich über 10.000 Follower. Genau, ja. Ja, in der Definition, machst du jetzt eigentlich einen Unterschied in deinem Netzwerk zwischen Menschen, mit denen du arbeitest, das ist ja, sind ja dann richtige Beziehungen, die da entstehen, und zwischen deinen Followern?
Ja, weil das Ding ist ja, mit den Interviewgästen, wo es ja schon eine Beziehung gibt, kann man ja zusammenarbeiten. Weil so nice to know, ja, das ist jetzt Spoiler-Alarm, ja. Aber ich hatte eben einen Gast bei mir, also im Interview, und die hat mich zum Beispiel eingeladen, ja, dass ich bei ihrem Buch als Co-Autorin mitwirken darf, ja. Und das ist eine weitere Zusammenarbeit, die entsteht, und das ist halt echt so krass, ja. Weil wenn man mir vor 2 Jahren gesagt hätte, hey Emily, du wirst dann bist die Co-Autorin, dann hätte ich gesagt, ja klar. Ja klar, wer will denn schon was von mir lesen, ja. Aber das sind halt so Dinge, die halt dann entstehen können und passieren können. Das finde ich richtig, richtig cool, ja. Ja, also das ist mit diesen 150 Leuten, das ist dann richtig Beziehungsarbeit, das sind Ja. richtig, richtig gute Kontakte und teilweise ja auch Freunde. Ich würde mal sagen, wir sind ja auch auf dem Weg zur guten Freundschaft. Ja, das sind wir ja schon. Also ich sehe Ja. das schon so, David. Und naja, die richtige Freundschaft beginnt ja, wenn wir dann in Wien mal sitzen und Also ich wenn dann wir zum uns Kellner richtig sage, sehen, ja. Yes, bring us a Melange. Oh gut, ja, stimmt. Aber virtuell und digital sind wir natürlich schon Freunde und beobachten uns ja gegenseitig und kommentieren uns ja auch gegenseitig. Also diese 150 Leute sind deine Freunde, sind deine Bekannten, deine richtigen Kontakte. Und dann hast du 10.000 Follower, also 10.000 Menschen, die das bewundern, was du machst und Notiz davon nehmen und dann sich vielleicht der ein oder andere aus diesen Followern dann sagt, Mensch, da möchte ich auch mal hin in das Live, weil ich habe auch was zu sagen. Genau, richtig, richtig, ja, stimmt. Das heißt, du machst im Grunde genommen genau das, was ich früher analog natürlich gemacht habe, auf der Messe, ganz viele Visitenkarten einsammeln, Menschen einfach mal sehen. Das heißt ja nicht, dass man sich dann kennt, wenn man sich einmal gesehen hat. Richtig, ja, das stimmt. Und das wirklich Kennen kommt dann ja aus der Beziehungsarbeit heraus. Jetzt habe ich mal in meinem Radiointerview im Dezember drüber gesprochen, über diese ganzen digitalen Geburtstagsgrüße. Das kennst du ja von LinkedIn auch. Ja, aber ziemlich nervig, weil die meisten Sachen sind nur Copy-Paste und das finde ich ehrlich gesagt nicht so cool. Aber ja, keine Ahnung. Naja, die meisten Leute, also bei mir war es bei meinem 55. Geburtstag tatsächlich so. Ich habe ganz viele Nachrichten von LinkedIn gekriegt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, Urfahrt, ja, Also, das ist das, was man irgendwem schreibt, deswegen, ja. das ist ja schon vorgefertigt. Ich mache es ja ein bisschen anders. Ich schreibe den Leuten zumindest ein Gedicht. Also ich habe immer drei, vier Gedichte so parat auf meinen Rechner, die ich dann mit Copy und Paste natürlich auch reinschreibe. Und dann schreibe ich meistens auch noch ein paar persönliche Worte dazu, sodass man dann wirklich auch, was macht man denn im analogen Leben? Schreibt man ja auch nicht jedem unbedingt eine ganz andere Karte, sondern man schreibt ja auch fast immer das Gleiche. Das passiert ja hier auch. Aber wenn ich dann eben dazu schreibe, liebe Emily, dir alles Gute und noch ganz viele schöne Lives und so weiter, dann hat das eine persönliche Note. Richtig, genau, das ist der Unterschied, Ja. ja. Wie machst du das? Bei so vielen Kontakten ist es ja schon relativ schwierig. Weil dann kommen ja die Geburtstagsgrüße tatsächlich, dass du am Tag eine halbe, dreiviertel Stunde damit zu tun hast. Ja, das Ding ist, jetzt bin ich ganz, ganz, wie soll ich sagen, böse. Aber ich glaube, meine letzten Geburtstagsgrüße habe ich verschickt, keine Ahnung, vor einem halben, dreiviertel Jahr, ja. Und wenn ich das mache, dann mache ich das wirklich nur bei sehr, sehr starken Kontakten, eben Businessfreunden, so wie ich es nenne, wie bei dir zum Beispiel oder bei der Michaela und so, ja. Aber generell, dass ich jedem aus meinem Netzwerk, mit dem ich vielleicht in irgendeinem Praktikum vor 7 Jahren gearbeitet habe, einen Geburtstagsgruß schicke, den ich eh nicht mehr kenne, ja. Na. Ich habe da die Zeit leider nicht mehr dafür, deswegen bin ich da ein bisschen böse unterwegs, gell, und schreibe wirklich nur den engsten Kontakten. Aber wenn ich wirklich jeden Einzelnen gratulieren müsste, weil ich habe halt doch so 3.000, 4.000 Kontakte auf LinkedIn, dann bist du verrückt, gell? So na, das wäre so viel Zeit. Da stecke ich die Zeit lieber in meine Lives hinein, ja. Das bringt einfach viel, viel mehr, als einfach so viele Geburtstagsgrüße zu schicken, weil man vergisst ja eh wieder. Weil das Ding ist ja, das kommt ja in Massen rein, das kommt ja auch noch dazu. Und dann liest man das, man freut sich vielleicht und man merkt sich das vielleicht für ein paar Stunden, weil das ja individuell war. Aber dann ist man in seinem Arbeitstrott drinnen, ja. Und man vergisst wieder und das hat ja absolut keinen Mehrwert, ja, für beide Beteiligten nicht, ja. Ja. Ich habe in meinem Vortrag immer das Thema dann, ich sage dann immer, oder ein Kapitel ist für mich, liebevoll loslassen. Das heißt ganz einfach, mein Thema ist ja auch strategisches Netzwerken. Das heißt, wir verändern uns ja. Du veränderst dich mit jedem Jahr, dass du älter wirst. Jeder verändert sich, die Prioritäten verändern sich.
Du hast ja gerade den Wandel vollzogen vom Angestelltenleben zum Selbstständigenleben. Auch da Genau. verändert sich ja vieles und die Prioritäten. Und ich habe tatsächlich auch, ich praktiziere das auch wirklich, dass ich dann auch, gerade wenn so Geburtstagserinnerungen kommen, mir Gedanken darüber mache, wann hast du mit denen das letzte Mal Kontakt gehabt? Und bringt das überhaupt was, wenn ich denen jetzt einen Gruß schicke oder nicht? Und manchmal passiert es dann tatsächlich, dass ich dann auswähle, Kontakt löschen. Ja, also das nenne ich dann liebevoll loslassen. Das heißt, man lässt den Menschen dann in ihre Freiheit, weil ganz ehrlich, bei dem, was du postest und was ich poste und dann jemand ein ganzes Jahr überhaupt nicht reagiert auf keinen einzigen Post, dann frage ich mich, wozu habe ich den noch in meiner Kontaktliste? Dann braucht man das eigentlich nicht mehr. Richtig, ja, das stimmt. Ja, regelmäßig halt auch reinschauen und ausselektieren, weil wenn da nichts zurückkommt, bringt es halt echt nicht viel, ja. Weil meine Devise ist auch tatsächlich Quantität nach Qualität. Das heißt, ich lege sehr, sehr viel Wert darauf, dass ich qualitativ hochwertige Kontakte habe, mit denen ich auch arbeite, wo ich bei fast jedem weiß, wer das ist und wer ist. Deshalb habe ich deutlich weniger Kontakte als du, was ich natürlich ein bisschen neidisch bin. Ich würde gerne auch die 10.000 Follower haben. Aber das kriegen wir auch noch gemeinsam hin, glaube ich. Ne? Richtig, richtig. Ja, weil das Zauberwort heißt ja wirklich arbeiten und dranbleiben. Ja, weil das Ding ist, man muss echt ordentlich durchhalten. Und bis ich nenne es immer, die Marktdurchdringung hatte, hat es halt trotzdem ein halbes Jahr gedauert. Ja, und damals war ich bei 5K Follower oder so. Aber es war halt richtig, richtig viel Arbeit. Ja, und das darf man halt nicht unterschätzen oder vergessen, weil alle LinkedIn-Experten da draußen, die behaupten, ja, mit 30 Minuten LinkedIn, ja, und einmal in der Woche wirst du zu Personal Brand oder so ein Unsinn, das ist totaler Blödsinn, ja, wirklich totaler Blödsinn, sondern du musst wirklich Arbeit und Energie da reinstecken und das für eine lange Zeit, aber dann ist es dafür auch nachhaltig, weil die Leute dich dann schon kennen und dann kann man ruhig weniger machen, aber das mit einer halben Stunde oder eine Stunde pro Woche auf LinkedIn reicht, das ist nicht wahr. Das ist Ja. einfach nicht wahr, ja. Ja. Und man muss auch ein bisschen Hirnschmalz reinlegen. Natürlich, natürlich, ja. Emily, wovon lebst du eigentlich? Ich meine, für den LinkedIn-Lives kriegst du ja kein Geld, das machst du ja unentgeltlich. Das finde ich ja schon mal ganz großartig, dass du Menschen quasi kostenfrei in die Sichtbarkeit bringst. Was machst du für deine Kunden dann? Genau, richtig. Ja, na, die LinkedIn Lives, wie gesagt, das Live mit mir ist kostenfrei und mein Geld verdiene ich halt damit, weil ich bin halt LinkedIn-Trainerin, ja. Weil ich sage immer, ich bin selbstständige Beraterin für Digitalisierung und Wachstum auf LinkedIn, ja. Ich unterstütze Leute dahingehend, damit sie im LinkedIn-Universum sichtbar werden, aber auch durch LinkedIn. Und das sind dann halt immer individuelle Trainings mit Solopreneuren, aber auch mit KMUs, ja, wo ich da eben Unterstützung leiste. Das heißt, du achtest dann auf Keywords und auf die ganzen wichtigen Kleinigkeiten, die oft entscheidend sind, ob jemand positiv oder negativ wahrgenommen wird oder überhaupt wahrgenommen wird. Zum Beispiel, ja, das fängt an mit dem Klassiker, das Fundament, was jeder mal im Auge haben sollte, also das LinkedIn-Profil selber, ja. Da geht es dann um die LinkedIn-Profiloptimierung, aber auch SEO-Optimierung, ja. Weil das LinkedIn-Profil ist kein CV, wie viele noch glauben, sondern es ist halt eine Landingpage, was übersetzt bedeutet, dass du mit SEO-Optimierung quasi deine LinkedIn-Seite, dein Profil optimieren kannst, damit du im LinkedIn-Universum eher gesehen wirst unter dem Bereich ihr Netzwerk, weil ja LinkedIn schlägt immer Leute vor, gell? Und wenn du das richtig machst, dann bist du weiter oben gerankt, du kriegst dadurch mehr Kontakte, aber auch außerhalb von Google, damit du von Google Traffic bekommst, weil das funktioniert auch. Man muss es halt nur richtig aufsetzen, ja. Das ist halt der Klassiker, das Fundament, aber das geht über im klassischen LinkedIn-Marketing für KMUs, aber auch LinkedIn-Advertising, ja, die bezahlte Werbung auf LinkedIn. Weil da war ich ja schon Experte vor meiner Selbstständigkeit, weil ich war mal angestellt bei einer großen globalen Vermarktungsagentur, die gibt es weltweit. Und die waren halt indirekter Partner eben von LinkedIn und dort war ich LinkedIn-Kampagnenmanager. Ja, und das habe ich eben mitgenommen in meine Selbstständigkeit. Ja. Und solche Bereiche decke ich halt ab, ja. Ja, jetzt hast du ja auch, wie ich so mitkriege, relativ ungewöhnliche Arbeitszeiten. Ja. Also Felix würde, glaube ich, gleich sagen, schlaftechnisch bist du ein Wolf. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, Ja, ja. weil der Wolf, der braucht morgens ganz viel Zeit, um wach zu werden, um überhaupt irgendwie ins Tageslicht zu kommen. Ja, richtig, Und ja. dafür schickt der Wolf dann um 3 Uhr morgens nochmal Nachrichten. Genau, richtig, richtig. Ja, ist wirklich so. Also ich fange, keine Ahnung, so um 10, 11 Uhr mal so ein bisschen an, gell?
und arbeite aber dann wirklich bis 2 Uhr in der Früh oder so, ja. Aber so fühle ich mich halt richtig, richtig wohl, weil in der Nacht irgendwie, da bin ich einfach viel aktiver und kreativer und ja. Ja, das heißt, du bist jetzt keine Partygängerin, dass du dann in Wien, wenn Corona mal wieder vorbei ist, abends die Partymeile unsicher machst. Ach so, na, gar nicht. Da sitzt du zu Hause am Rechner und arbeitest ganz fleißig. Richtig, richtig, ja. Na, Party machen war nie so mein Ding, weil ich bin ja kein Fan von Alkohol und so, gell, weil das taugt mir einfach nicht, dafür bin ich nicht gemacht. Aber ja, nein, ich arbeite lieber vorm PC, ja. Ja, ja, alles in Ordnung. Also wir sind beide Wölfe. Verbindet uns schon mal. Finde ich total klasse. Finden kann man dich, wenn man deine Hilfe braucht, natürlich über LinkedIn. Emily Erker suchen, ganz einfach. Über meine Kontakte kann man auch gehen. Da findet man dich natürlich auch. Und ja, ansonsten hast du schon eine eigene Website, wo du... Nö, bin ganz gleich. Meine Website ist mein LinkedIn-Profil, ja. Okay. Ja. Das heißt, jeder, der Hilfe braucht, um bei LinkedIn erfolgreich zu werden, der soll eigentlich Emily Erker suchen und dann wird geholfen. Genau, richtig, richtig. Ja. Bevor wir jetzt zum Ende von dem Podcast kommen, ich stelle meinen Gesprächspartnern ja immer noch vier schnelle Fragen, damit unsere Zuhörenden draußen auch ein bisschen mehr mitnehmen. Bist du bereit für 4 schnelle Fragen? Na klar, leg los. Die erste Frage ist, was wärst du geworden, wenn du nicht das geworden wärst, was du jetzt gerade bist? Meinst du beruflich oder so generell? Beruflich. Beruflich, boah, vielleicht Stewardess, weil das ist cool, fliegen und viele Menschen kennenlernen, ja. Okay, die zweite Frage ist, unabhängig, ob der jetzt noch lebt oder schon gestorben ist, wen würdest du unbedingt gerne mal kennenlernen wollen? Ja, Michael Jackson ist doch voll klar, ja, der war so erfolgreich und so cool, da will ich wissen, wie der das gemacht hat, ja. Ja, der hat ein paar Milliarden Follower gehabt, glaube ich, ne? Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Die nächste Frage ist, ist eine kleine Gewissensfrage. Welches Buch liegt ungelesen neben dein Bett? Oh, ja, das sind 2. Aber warte mal, den Titel, ich habe sie mich eh da liegen, ist Die Macht der Kommunikation von Ariane Brandes. Ja? Okay. Wie sie zum Community Manager werden und erfolgreich ein Online-Netzwerk aufbauen. Ja, spannend. Ja. Ich hoffe, dass demnächst auch irgendwann mal dieses Buch da liegt. Natürlich, Networking. Ja. So, und die letzte Frage, die ich dir jetzt stelle, ist, die Zuhörenden wollen natürlich auch einen kleinen Mehrwert mitnehmen. Und da haben wir immer so eine kleine Übung, die 5 Minuten dauern sollte. Was würdest du den Zuhörenden draußen raten, wenn das Gespräch jetzt gleich zu Ende ist, was sie gleich anfangen sollen, um ihr Leben ein bisschen besser machen, das Leben eines anderen ein bisschen besser machen oder irgendwas Positives für die Gesellschaft machen. Was ist dein Tipp? Boah, also mein Tipp in erster Linie wäre mal einfach zu überlegen, wen man in seiner nächsten Umgebung schon, wie soll ich sagen, eine Freude machen kann. Das kann sein, schon ganz einfach eben jemandem ein Lächeln zu schenken, vielleicht der Nachbarin am Balkon, weil da geht es ja ohne Maske und so. Und dass man aber auch gleichzeitig halt auch auf sich schaut, ja. Weil vom Typus her bin ich halt doch ein bisschen sehr altruistisch veranlagt, ja, was im Business-Kontext ein bisschen nicht so eine gute Geschichte ist. Und da muss man schauen, dass man gibt, aber auch nicht zu viel gibt, wenn nichts mehr zurückkommt, ja, dass man darauf achtet, ja, damit da eben ein Gleichgewicht da ist, ja. Also das wäre jetzt einmal kurz gefasst, um das Leben des anderen zu verbessern, aber auch sein eigenes. Das ist ein sehr, sehr schöner Tipp. Vielen Dank, dass du heute in meinem Podcast warst. Und wie gesagt, wenn ihr von Emily geholfen werden wollt, dann einfach auf LinkedIn Emily Erker suchen und schon werdet ihr bekannt auf LinkedIn. Das ist gar nicht so schwierig, aber es ist halt wirklich arbeiten und das ist keine Eintagsfliege. Aber Emily ist eine gute Trainerin und eine gute Wegbegleiterin. Und wenn ihr was zu erzählen habt, das sage ich auch noch, wenn ihr was Wichtiges habt, was die Welt da draußen wissen muss unbedingt, dann gerne auch Emily ansprechen auf ein LinkedIn Live und man sieht ja, was da tolle Sachen rauskommen. Richtig. In diesem Sinne, schön, dass du da warst. Herzlichen Dank. Und ja, ich freue mich auf viele weitere Gespräche mit dir. Oh, David, ich danke auch. Und danke an die liebe Community da draußen, gell, fürs Zuhören.